Einen schönen guten Morgen hier vom Frankfurter Parkett. Schön, dass Sie dabei sind. Auch heute wollen wir Sie begrüßen zu einer Reise durch die Welt der Wirtschaft und der Finanzen und Ihnen einen Überblick geben, welche Tendenzen und Entwicklungen es dort gibt. Die Märkte, sie haben ja im Moment sehr viel zu verarbeiten, denn es gibt natürlich viele Konjunkturdaten, es gibt Nachrichten von den Notenbanken und insgesamt sorgt man sich natürlich weiterhin um die Energiekrise. Die hat vor allem ein Unternehmen in Deutschland schwer getroffen, nämlich den größten Gasversorger Uniper. Der hat ja gestern Geschäftszahlen herausgestellt und bekannt gegeben. Und die waren nun alles andere als glücklich, denn es gibt erneut einen riesigen Verlust. Und das dürfte dazu führen, das sagt jedenfalls die Börsenzeitung oder glaubt die Börsenzeitung, dass es eben möglicherweise weitere Staatshilfen benötigt, um in den nächsten Monaten angesichts der prekären Lage auf dem Gasmarkt weiter zu agieren und damit eben auch wichtige Benutzer wie etwa die Stadtwerke und Versorger eben weiterhin zu versorgen. Uniper ist ja im Grunde einer der großen Profiteure der Gasumlage, die eben erfunden worden ist, um die Verbraucherinnen und Verbraucher an dieser Finanzierung dieser Problematik zu beteiligen. Gestern wurde bekannt, dass Uniper mehr als 17 Milliarden Euro aus der Gasumlage bekommt. Das sind etwa 50%, also etwa die Hälfte der Gasumlage. Die geht also allein an Uniper. Die Staatshilfen, die bereits bezahlt worden sind, machen 15 Milliarden Euro aus. Im Gegenzug dazu hat der Bund eine Beteiligung von 30% bekommen. Also eine deutlich angespannte Lage bei diesem Unternehmen. Wir wollen das etwas näher beleuchten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Viktor Goitka aus der ARD Finanzmarktreaktion. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Goitka, lassen Sie uns zunächst einmal auf diese Spekulationen gehen. Die Börsenzeitung geht davon aus, dass diese Hilfen angesichts dieser Riesenverluste möglicherweise nicht reichen. Wie ist Ihre Einschätzung? Naja, es gibt schon Rechnungen, die sagen, allein bis Ende September, also zu dem Zeitpunkt, wo eben die Gasumlage noch gar nicht greift für das Unternehmen, die greift ja erst ab Oktober, ab dann fließen diese Gelder. Bis dahin könnten sich ein Verlust von 6,5 Milliarden Euro aufgehäuft haben, weil Uniper eben ja, weniger Gas aus Russland bekommt und ja, Lieferverpflichtungen eingegangen ist, zum Beispiel gegenüber Stadtwerken und sich jetzt dieses Gas aktuell teuer am Markt anderswo besorgen muss. Und das Problem ist 6,5 Milliarden Euro. Der Staat hat gesagt, wenn die Verluste 7 Milliarden Euro übersteigen, dann müssen wir noch mal tätig werden und noch mal über neue Rettungsaktionen nachdenken. Und ja, davon ist man mit 6,5 Milliarden Prognose Ende September nicht mehr weit entfernt. In der Tat, da ist man schon ziemlich dicht dran. Im Grunde kann man das ja gar nicht so genau einschätzen, weil die Lage auf den Gasmärkten ja quasi unkalkulierbar ist. Wie dramatisch aus Ihrer Sicht könnte denn sich das Ganze trotzdem zuspitzen? Und was für Hilfen wären denn dann möglicherweise notwendig von Seiten des Staates? Das ist die ganz große Frage. Niemand weiß, was ein Wladimir Putin im Kreml macht und ob er eventuell den Gashahn in Richtung Deutschland auch komplett abdrehen könnte. Dann könnten wir von heute auf morgen eine ganz andere Versorgungslage haben. Das ist natürlich längst nicht ausgemachte Sache, aber damit müssen sich natürlich Unternehmenslenker schon zumindest in Krisenszenarien befassen. Und was das für den Staat natürlich bedeuten würde, ist, dass er schon sich überlegen muss, wie kann er neue Hilfen aufs Gleis bekommen. Schon die aktuellen Hilfen, also bestimmte Kreditlinien, müssen ja noch von der EU-Kommission bestätigt werden. Auch der Staatseinstieg bei Uniper muss noch durch eine außerordentliche Hauptversammlung bewilligt werden. Und da müsste man dann noch mal ein komplett neues Paket schnüren. Und ob jetzt alle Aktionäre so glücklich sind, wenn ihre Anteile weiter verwässert werden, wenn der Staat noch aufstocken würde, das ist natürlich auch fraglich. Ja, gestern haben die Anleger auch schon reagiert, 10% minus. Beim Aktienkurs auch vorher ist er ja schon zusammengebrochen. Schauen wir mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die machen sich natürlich Sorgen, denn diese Gasumlage, die ist ja nicht fix. Die beträgt jetzt 2,194 Cent pro Kilowattstunde, aber die kann natürlich auch sich wieder ändern und auch erhöht werden, denn alle 3 Monate wird sie ja entsprechend angepasst. Angesichts dieser Lage und des vielen Geldes, was allein zu Uniper fließt, ist es da relativ wahrscheinlich, dass wir damit rechnen müssen, dass die Gasumlage erhöht wird? Ja, das hängt davon auch ab, wie sich die Gaspreise entwickeln und wie viel Geld die Gasunternehmen oder die Gaseinkäufer wie Uniper zum Beispiel eben bezahlen müssen, wenn das Gas aus Russland nicht kommt, um es sich anderswo zu besorgen. Und diese Grundlage, wie viel mehr sie dafür bezahlen müssen, als sie eigentlich gedacht hatten, das ist natürlich auch Grundlage für die Kalkulation der Gasumlage. Und Sie haben es schon gesagt, mindestens alle 3 Monate kann sozusagen diese Gasumlage angepasst werden. Wir haben sie jetzt bei 2,4 Cent. Wenn wir darauf schauen, das bedeutet für einen Single-Haushalt ungefähr knapp 150 Euro mehr Belastung im Jahr. Für eine Familie sind wir da schnell bei knapp 600 Euro im Jahr. Und
ja, in 3 Monaten könnte das wieder angepasst werden, wenn eben die Unternehmen mehr Bedarf anmelden. Und dann könnte diese Gasumlage natürlich steigen. Und das Problem für die Verbraucher ist natürlich, die Gasumlage ist natürlich nicht die einzige finanzielle Belastung. Wir sehen es alle im Alltag. Alles wird teurer durch die Inflation und natürlich auch viele Gasverträge. Ja, wenn jetzt die Gasverträge eines Kunden zum Beispiel auslaufen, die laufen ja oft 1-2 Jahre, hat man mitunter auch einen festen Preis. Wer jetzt aber diese Frist ausläuft, sich einen neuen Gasvertrag besorgen muss, diese Neuverträge werden eben auch viel teurer. Und viele Unternehmen haben natürlich auch schon gesagt, naja, die Abschläge haben sie auch erhöht. Das heißt, da rollt auf viele Verbraucherinnen und Verbraucher richtig was zu. Ja, und viele können das natürlich auch gar nicht tragen, denn wir reden ja nicht über ein paar Euro oder ein paar hundert Euro, sondern im schlimmsten Fall über mehrere tausend Euro, die da auf einige Familien, insbesondere wenn sie viel verbrauchen, zurollen. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen jetzt, wie man denen unter die Arme greifen kann. Können Sie vielleicht einmal so ein bisschen skizzieren, was da im Moment in der Debatte ist? Na, die eine ganz große Debatte ist natürlich, ob man auf diese Gasumlage auch eine Mehrwertsteuer erheben muss. Das ist nur ein kleiner Posten, das wären eben 19% auf diese Gasumlage. Da hat die EU-Kommission gesagt, naja, wir hätten schon gerne, dass da eine Mehrwertsteuer drauf erhoben wird. Aber da ist natürlich momentan eine politische Diskussion, ob man das linke Tasche, rechte Tasche den Bürgern auf anderem Wege wieder zurückgeben könnte, zumindest diesen Teil. Aber es gibt natürlich auch schon Hilfen. Wir alle wissen, dass zum Beispiel das Tanken günstiger geworden ist in den vergangenen Monaten. Und dass es natürlich zum Beispiel auch für Kinder momentan Entlastungen gibt. Also wer Kinder hat, kann gleich auf mehrere Arten und Weisen an zusätzliche Gelder kommen. Das wird jetzt nicht die Effekte der Inflation, der teureren Energiepreise und der Gasumlage komplett abdecken können. Aber es kann zumindest einen kleinen Teil davon vielleicht abpuffern. Dann lassen Sie uns noch mal auf die Mehrwertsteuer kommen. Sie beträgt 19%. Die EU-Kommission hat deutlich gemacht, dass man sie nicht erlassen kann, wie das Berlin eigentlich sich gewünscht hat. Aber Wirtschaftskommissar Gentiloni hat einen Brief geschrieben an die Bundesregierung und hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen kann. Können Sie einmal skizzieren, was es da für Vorschläge gibt? Ja, es gibt da sehr trickreiche Vorschläge. Ein Vorschlag zum Beispiel wäre einfach, die Mehrwertsteuer auf Energie generell zu senken, beispielsweise auf 7%. Dann wäre natürlich die Steuerbelastung auch geringer. Das wäre so ein kleiner Griff in die Trickkiste der Politik. Und gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man vielleicht einfach die Gasumlage in sich absenkt oder ihnen einen Teil davon der Bevölkerung wieder zurückerstattet zu einem späteren Zeitpunkt? Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, ja, linke Tasche, rechte Tasche, den Menschen das später wieder zurückzuerstatten. Aus der Politik ist da allerdings nicht viel Gegenliebe in Berlin zu hören gewesen für solche Vorschläge. Also es soll erstmal dabei bleiben, dass die Gasumlage sozusagen gezahlt wird und dass ja, die Menschen dafür auch aufkommen müssen. Verständlicherweise, denn die Kassen sind ohnehin schon leer. Vielen Dank, Viktor Goitka aus der Finanzmarktredaktion des HRs. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Also insgesamt eine weiterhin sehr schwierige Situation, die natürlich insgesamt die Inflation weiter deutlich antreiben dürfte. Die steigt überall. Gestern gab es Schocknachrichten aus Großbritannien. Dort ist die Inflation mittlerweile auf über 10% gestiegen. Auch dort gibt es diese Problematik, dass immer mehr Menschen ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Und es formiert sich dort deutlicher Widerstand. Rund 100.000 Menschen sind allein gestern auf die Straßen gegangen und haben gesagt, wir bezahlen das nicht mehr. We don't pay. Und nun gibt es natürlich entsprechende Sorgen, dass es entsprechende Unruhe auch in der deutschen Bevölkerung mittelfristig gibt und es dann natürlich dann zu noch mehr Problemen kommt, insbesondere dann, wenn tatsächlich die Gasrechnungen nicht beglichen werden. Also es braut sich überall nur ungemacht zusammen und das führt natürlich dazu, dass auch die Aktienmärkte nun doch mittlerweile etwas vorsichtiger geworden sind. Schauen wir uns zunächst den deutschen Aktienindex an, der ja vor allen Dingen gestern recht deutlich in die Knie gegangen ist, nachdem er sich in den letzten Tagen eigentlich ganz gut gehalten hat. Das Börsenbarometer heute allerdings wieder in Gegenrichtung bei 13.678 Punkten. Das sind rund 51 Punkte mehr als gestern. An den Auslandsmärkten sieht das ein bisschen anders aus. Gestern wurden die Informationen der amerikanischen Notenbank, die Protokolle der letzten Sitzung veröffentlicht. Da steht zwar drin, dass man offenbar ein bisschen auf die Bremse treten will bei der weiteren Zinsentwicklung, aber so richtig für Schwung hat das an den Börsen nicht gesorgt. Und wir schauen uns auch dort einmal die Daten an. In den USA jedenfalls gingen die Kurse überwiegend nach unten und auf allen wichtigen Märkten.
beim Dow Jones zum Beispiel ein Abschlag von 0,5%, der Nasdaq mit 1,3% und auch der S&P mit einem Minus von 0,7%. Und das hier ist die Situation in Asien. Auch dort werden die Anleger mittlerweile vorsichtig. Shanghai, Hongkong und Tokio, sie alle melden deutliche Verluste. Und es sieht so aus, als ob sich die Stimmung an den Aktienmärkten gedreht hat. Es gibt ja auch zunehmend warnende Stimmen, dass das Gesamtniveau im Moment zu hoch ist und dass mit weiteren Rückschlägen zu rechnen ist. Also die Inflation, sie hat uns alle fest im Griff. Und das wissen natürlich auch viele Eltern. In Norddeutschland ist es so, dass die Schulferien bereits beendet sind oder zu Ende kommen. Die Schule wird also wieder beginnen. Und das bedeutet natürlich für viele Eltern zunächst einmal, dass sie in die Tasche greifen müssen, um ihre Kinder für die Schule auszustatten. Und da gibt es ja manchmal von den Schulen auch eine ganze lange Liste von Materialien, die da nun mitgebracht werden müssen. Die müssen aber erstmal gekauft werden und die sind auch ganz schön teuer geworden. Und wie teuer und was das bedeutet, das möchte ich jetzt besprechen mit Susanne Trappe von NDR Info in Hamburg. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Trappe, Hefte, Stifte, Schulranzen, alles ist teuer geworden. Gibt es was besonders stark heraussticht? Ja, das gibt es. Und das sind Hefte und Malblöcke. Die sind nämlich nicht nur im Vergleich zum vergangenen Jahr um 7,5% gestiegen, so wie zuletzt die Inflationsrate, sondern sogar um 14% teurer geworden. Das heißt also fast doppelt so stark ist der Preis gestiegen. Und woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass Papier ja schon länger knapp ist. Das hat damit angefangen, dass die Lieferketten durch Corona gestört worden sind und es dann eben schwierig war, den Rohstoff, Zellstoff unter anderem aus Brasilien zu bekommen. Das hat sich dann aber fortgesetzt, denn in normalen Zeiten sind auch Russland und die Ukraine Zellstofflieferanten für uns. Und jetzt ist es eben so, dass der Zellstoff, der noch bei uns ankommt, auch wesentlich teurer ist, weil sich ja auch die Transportkosten ganz wesentlich verteuert haben. Und zu guter Letzt braucht man für die Produktion von Papier auch enorme Mengen an Energie. Und da wären wir dann bei den massiv gestiegenen Energiepreisen. Ich habe schon gesagt, Eltern bekommen ja immer eine ziemlich lange Liste, was die Kinder da so mitbringen müssen. Gibt es dann auch noch andere Sachen, die da besonders herausstechen, weil sie eben jetzt teurer geworden sind? Also grundsätzlich ist ja alles teurer geworden, aber es ist eben bei den anderen Produkten nicht so massiv wie bei Papierprodukten. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal von Schreibmaterial reden, also Füller, Stifte, Patronen, aber auch Wasserfarben, die sind um rund 5% teurer geworden im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Schulranzen. Allerdings muss man sagen, dass bei Schulranzen generell ganz schön massive Preise abgerufen werden. Ich habe mir mal das sogenannte Klassikermodell bei einem großen deutschen Hersteller angeguckt und das kostet rund 300 Euro und das macht eben gerade die Einschulung von Erstklässlern tatsächlich ziemlich teuer. Der Deutsche Sparkassenverband hat berechnet, dass durchschnittlich Eltern 970 Euro dafür ausgeben. Jetzt muss man allerdings auch sagen, in der Rechnung ist tatsächlich alles drin, also zum Beispiel auch die Anschaffung eines Schreibtisches. Nun können sich das ja nicht alle Eltern leisten, insbesondere die, die ein geringeres Einkommen haben, die vielleicht auch mehrere Kinder haben, dann summiert sich das Ganze ja noch entsprechend. Da gibt es eine neue Studie, wie die Lage aussieht. Wie ist die Situation? Genau, es gibt eine Berechnung vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und die kommt eben zu dem Schnitt, dass ärmere Familien deutlich stärker belastet sind von den gestiegenen Preisen. Für die ist der Einkauf insgesamt aller Anschaffung nicht nur um 7,5% teurer geworden im Juli, sondern sogar um 8,4%. Und das liegt eben daran, dass sie einen Großteil ihrer Ausgaben eben für Lebensmittel und Energie ausgeben. Und das sind ja zwei Bereiche, wo es ganz besonders teuer geworden ist. Gibt es denn oder ist es geplant, insbesondere Familien, die eben nun nicht über dieses Einkommen verfügen und die eben das sich nicht leisten können, dass die finanziell unterstützt werden? Ja, das gibt es bereits. Und zwar gibt es da vom Familienministerium Geld für solche Familien, die einen Kinderzuschlag erhalten oder Wohngeld. Und das Ganze gilt auch für Hartz IV. Man muss ja auch daran denken, dass 1,5 Millionen Kinder in Deutschland von Hartz IV leben. Und da gibt es eben 156 Euro pro Kind und Schuljahr. Aber der Deutsche Caritasverband sagt, das reicht eben ganz oft nicht aus. Und zum einen hatten wir ja schon das Beispiel vom Schulbeginn, wo dann eben auch ein Ranzen angeschafft werden muss mit sämtlichem Zubehör.
Und dann gibt es aber auch noch so signifikante Punkte wie zum Beispiel ein Schulwechsel in einer weiterführenden Schule, wo dann ein teurer Taschenrechner gekauft werden muss. Und da stoßen ärmere Familien eben wirklich oft an ihre Grenzen. Deswegen sammeln auch Hilfsverbände zum Beispiel alte Schulranzen ein und spenden die dann. Und auch viele Schulen stellen Material. Aber das sind eben bei weitem nicht alle Schulen. Also es gibt eine ganze Menge Initiativen auch, um da zu helfen. Susanne Tappe von NDR Info aus Hamburg. Dankeschön für diese Informationen am Morgen. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Die Inflation also, meine Damen und Herren, sie frisst sich an allen Ecken und Kanten hinein. Die EZB hat zu lange gewartet, um die Inflation zu bekämpfen. Und in einer Situation, wo durch externe Umstände wie den Krieg gegen die Ukraine die Inflation nun massiv angetrieben wird, haben wir also eine Situation, wo das Ganze zunehmend aus dem Ruder läuft. Die Bevölkerung merkt das an allen Ecken und Kanten, aber natürlich auch die Industrie. Denn auch dort sind die Preise dramatisch gestiegen. Das liegt natürlich weiterhin auch noch an Corona, denn die Lieferengpässe sind nicht völlig ausgeschlossen worden bislang. Sie laufen teilweise weiter. Hinzu kommt das Niedrigwasser, das ebenfalls dazu führt, dass auf den Flüssen nicht genug Materialien transportiert werden können. Und das Ganze ist dann eben eine sehr teure Geschichte. Eine Branche, die besonders viele Rohstoffe aus allen möglichen Bereichen benötigt, die aber besonders wichtig ist, weil sie auch die Grundrohstoffe herstellt, die eben viele andere Industrien benötigt, ist die chemische und die pharmazeutische Industrie. Und die chemische und pharmazeutische Industrie hat in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt, um natürlich neue Produkte zu entwickeln, die im Zuge der Transformationen, im Zuge des Klimawandels, aber eben auch, um Erneuerungen zu schaffen, eben auch dringend gebraucht werden. Aber mit hohen Belastungen ist das natürlich nicht ganz so leicht. Das wollen wir jetzt etwas näher beleuchten und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Gerd Romanowski. Er ist vom Verband der chemischen Industrie. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Dr. Romanowski, lassen Sie uns vielleicht erst einmal schauen auf den Bereich der Forschung und Entwicklung, auf die Produkte, die dort in der Pipeline sind, in die Bereiche, in denen es eine starke Entwicklung gibt. Beim Pharmabereich kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Wie sieht es insbesondere im Bereich der Chemie aus? Also ein wichtiges Schwerpunktfeld unserer Forschung ist Energie, der Bereich der Energieversorgung, beispielsweise neue Materialien für effizientere Batterien oder organische Leiter- und Halbleitersysteme, wo man auf giftige und schwierige Metalle verzichten kann. Moderne Materialien für Windräder, die noch besser, noch effizienter arbeiten. Also an solchen Themen wird geforscht. Oder beispielsweise an dem Recycling von Kunststoffabfällen, um wieder Ausgangsmaterial für neue Kunststoffe zu gewinnen, für neue Plastikartikel. Und im Pharmabereich sind es vermutlich aktuell vor allem Vakzine und andere Mittel zur Bekämpfung von Pandemien, oder? Arzneimittel, Impfstoffe. Ein Thema aktuell sind auch Antibiotika, weil wir es zu tun haben mit antibiotikaresistenten Keimen, auch im Bereich der Bakterien. Und natürlich die klassischen großen Volkskrankheiten, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Überall an diesen Gebieten wird kräftig geforscht. Das ist ja nun auch wirklich dringend notwendig angesichts auch der angespannten Situation. Aber die Belastungen gerade für Ihre Branche sind natürlich im Moment sehr hoch, weil sie natürlich auch viel Energie verbraucht, die Chemie- und Pharmabranche. Können Sie einmal skizzieren, wie deutlich diese Belastung mittlerweile ist und wie dramatisch sie sich dann im Grunde auch niederschlägt? Also das sind erstens große Kostenbelastungen, dann zweitens erhebliche Unsicherheiten, was die künftige Lage hier am Standort anbetrifft und auch was die Verfügbarkeit von Rohstoffen anbetrifft. Und Kostensteigerung durch die gestiegenen Preise. Und das alles hat dazu geführt, dass unsere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die jahrelang nur einen Weg hatten, nämlich nach oben, dass die jetzt erstmals seit 10 Jahren eigentlich stagnieren und vielleicht sogar leicht rückläufig sein werden, weil eben diese Unsicherheiten die Unternehmen zurückhaltend werden lassen bei der Planung von Investitionen für Forschung und Entwicklung. Das ist nachvollziehbar. Die Schere ja auch zu anderen Ländern wird da immer größer. In China zum Beispiel wird deutlich, deutlich mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Können Sie einmal zeigen, wie groß da mittlerweile die Lücke ist? Also die Lücke ist riesig. China ist mittlerweile auf Platz 1 bei der Chemieforschung und Entwicklung. Noch nicht im Pharmabereich, aber bei der Chemie ganz weit vorne. Noch vor den USA. Das war vor wenigen Jahren undenkbar, dass diese Entwicklung mal eintreten würde. Und das liegt einfach daran, dass der Staat dort massiv Forschung und Entwicklung fördert und auch die Gewähr dafür bietet, dass die Produkte dann schnell an den Markt kommen. Wir haben heute in China viele Produkte bereits, die in China entwickelt und erforscht worden sind, während man früher eigentlich mehr auf Technologieimporte aus den westlichen Staaten angewiesen war.
Es ist ja auch so, dass man offenbar eine Entwicklung hat, dass insbesondere die Förderung des Staates, jedenfalls dann, wenn sie zusammengemacht wird mit privaten Investitionen von den Unternehmen, im Bereich der Forschung und Entwicklung rückläufig ist. Wie ist ja die Situation und woher kommt das? Ja, wir hatten vor einigen Jahren noch einen Anteil der staatlichen Förderung an der Forschung in unserer Industrie von 10%. Das ist jetzt rückläufig gewesen bis auf 3% im letzten Jahr. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Der Staat zieht sich also aus seiner Mitfinanzierung von privater Forschung und Entwicklung zurück. Trotz der Tatsache, dass wir viele Forschungsaufgaben vor uns haben, die mit erheblichen Risiken und enormen Kosten verbunden sind, die von einzelnen Unternehmen gar nicht mehr getragen werden können. Da sind wir auf Kooperationen angewiesen, mit Forschungseinrichtungen, mit Hochschulen. Und dazu bedarf es auch staatlicher Förderung. Und leider wird das immer weniger in den letzten Jahren. Das bedauern wir sehr. Aber woran liegt das? Weil die Kassen leer sind? Das liegt offenbar daran, dass die falschen Prioritäten gesetzt werden aus unserer Sicht. Man hat schon steigende Forschungsetats in den zuständigen Bundesministerien und Bundesressorts. Aber diese Mittel werden offenbar für andere Zwecke eingesetzt als für die Förderung der Forschung in der Wirtschaft. Nun heißt es ja immer wieder, dass gerade am Standort Deutschland es auch zu viel Bürokratie gibt, es gibt zu viele Probleme, um überhaupt Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Ja, da gibt es Gesetzesvorlagen, da gibt es hier und da Hürden. Ist es auch ein Stolperstein, der möglicherweise diesen Bereich bremst? Ja, wir haben eine Umfrage unter unseren Mitgliedsunternehmen gemacht und dort wird sehr, sehr klar kritisiert, dass die Rahmenbedingungen schlechter werden in Deutschland und in Europa insgesamt. Wir haben ein paar Regulierungsvorhaben auf EU-Ebene, die neue Chemikalienstrategie beispielsweise oder die neue Richtlinie für Industrieemissionen und für Genehmigung von Industrieanlagen, die dazu führen werden, dass wir erhebliche Hemmnisse bekommen bei der Entwicklung neuer Produkte und auch neuer Prozesse, die wir ja aber dringend brauchen, um die Transformation der Wirtschaft zu bewerkstelligen. Und wir haben speziell in Deutschland ein Problem mit enorm langen Genehmigungszeiten für neue Produktionsanlagen. Wenn also ein neues Produkt oder eine neue Technologie in die wirtschaftliche Anwendung und in die Praxis überführt werden soll, scheitern wir oft daran, dass wir zu lange Genehmigungsverfahren haben. Oft müssen die Unternehmen ein Jahr oder noch länger auf die entsprechenden Anlagenzulassungen warten, bevor sie dann loslegen können. Und das ist einfach im Wettbewerb mit anderen Ländern sehr, sehr hinderlich. Nun haben Sie ja deutlich gemacht, dass Forschung und Entwicklung natürlich extrem wichtig ist angesichts der großen Herausforderungen, vor denen die deutsche Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft letztendlich steht. Ja. Gleichzeitig haben wir diese Probleme hier insbesondere auch verstärkt in Deutschland. Was heißt das denn langfristig? Wird dann der Standort Deutschland leiden, weil man dann eben Forschung und Entwicklung lieber woanders betreibt, wo es vielleicht einfacher ist und wo sie auch besser finanziert wird? Also wenn da nicht umgesteuert wird von der Politik, haben wir schon Sorge, dass unser Standort konkurrenzfähig bleibt auf der Welt. Wir sind jetzt schon zurückgefallen. Die deutsche Chemieforschung war mal führend mit in der Welt, zusammen mit den Amerikanern. Das ist Vergangenheit. Wir sind schon zurückgefallen. Und wenn dort nicht umgesteuert wird und wieder mehr Aufmerksamkeit des Staates sowohl auf die Rahmenbedingungen als auch auf die Finanzierung gelegt wird, dann werden wir hier langfristig in Schwierigkeiten kommen. Nun muss man ja fairerweise sagen, dass die Situation auch sehr schwierig ist und der Staat natürlich auch im Moment wahnsinnig viele andere Probleme zu bewältigen hat. Wie optimistisch sind Sie denn, dass man da das Ruder noch rumreißt? Ja, wir haben dieses Thema ja schon seit langer Zeit auf der Tagesordnung. Das ist ja kein Thema, was jetzt erst in diesem oder im vorigen Jahr aufgeschieden ist, sondern die Zuspitzung ist jetzt da wegen der aktuellen Krisen. Aber die Grunddiskussion haben wir eigentlich schon seit Jahren. Und hier muss doch mal über die Prioritätensetzung in der Politik nachgedacht werden. Denn Zukunftsinvestitionen sind enorm wichtig, um den Wohlstand hier im Lande zu erhalten. Das sagt Dr. Gerd Romanowski vom Verband der Chemischen Industrie. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne. Und uns einen Einblick in den Bereich der Forschung und Entwicklung und die schleppende Finanzierung und die Probleme dort gegeben haben. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank. Also, das ist natürlich nur ein Baustein von den vielen Problemen, aber sie schwächen natürlich insgesamt den Standort Deutschland. Und diese Sorge wird immer größer angesichts der Gesamtsituation, denn es ist mittlerweile so, dass viele Unternehmen eben befürchten, dass die Entwicklung gerade in Europa sich so stark zuspitzt, dass möglicherweise Investitionen oder eben auch die Tätigkeit in anderen Ländern deutlich lukrativer und besser ist. Und da sehen eben viele auch eine Sorge, dass es hier zu einer Abwanderung und damit letztendlich natürlich auch zu Arbeitsplatzverlusten kommen könnte. An den Aktienmärkten, wie gesagt, hat sich das in den letzten Wochen ja gar nicht so deutlich niedergeschlagen. Die Aktienmärkte
Sie leben im Moment ein bisschen ein Eigenleben, was im Wesentlichen daran liegt, dass man hier vor allen Dingen die Zinsproblematik im Mittelpunkt stellt. Es geht darum, dass man eben überlegt, wie werden die Notenbanken weiterhin auf die Inflation reagieren. Und da hat es insbesondere in den USA eben Hoffnungszeichen gegeben, dass insgesamt dort die Inflation nicht mehr ganz so stark ist, obwohl sie natürlich weiterhin auf sehr hohem Niveau ist, und dass die Notenbanken dann möglicherweise in ihrer Zinsschraube nicht mehr ganz so hoch drehen. Die Europäische Zentralbank heute hat eines sehr, sehr deutlich gemacht, dass diese Hoffnung zumindest für Europa im Moment wohl eher nicht gerechtfertigt sind. Isabel Schnabel, die Direktorin der EZB, hat in einem Interview deutlich gemacht, dass der Preisdruck in Europa im Moment derart hoch ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung, die ja im September ansteht, weiterhin unvermindert wie geplant die Zinsen nach oben schraubt. Das ist zumindest für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch gelingt, in einigen Bereichen die Inflation etwas einzudämmen. Denn es gibt ja die Befürchtung, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten, zumindest in Deutschland, auf über 10% steigen könnte. Das war's von uns für heute hier auf dem Frankfurter Parkett. Dankeschön für Ihr Interesse. Morgen werden Sie uns nicht sehen, aber wenn Sie mögen, dann gerne morgen, dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.